Also ich glaube, meine ersten Erinnerungen zu Hause sind, dass wir die Pisten treten haben und dann gleichzeitig eine Schanzen bauen und die auch gesprungen ist. Und so hat das eigentlich angefangen. Ich bin mit einem Freund im Wohnzimmer gesessen, mit dem ich immer viel Skifahren war, und die HTL war fertig, Bundesheer ist auch bald vorbei. Was mache ich? Ja, Entschluss war, ich gehe nach Innsbruck Skifahren, und dann habe ich gesagt, okay, da kann man studieren, und habe dann geschaut, was kann ich da machen. Ich arbeite seit 4 Jahren in der Photovoltaikbranche und jetzt seit 1 Jahr habe ich meinen Bruder zum Firma. Ich probiere eine Koexistenz zu machen. Ich arbeite im Sommer relativ viel und halte mir meinen Urlaub und die anderen Stunden, die ich arbeitet habe, quasi für den Winter auf und verbringe da möglichst viel Zeit am Berg. Was zum Beispiel bei mir im Job relativ praktisch ist, dass ich viel im Umland Termine habe, dass ich sage, okay, ich mache von 8 bis 12 einen Termin im Zillertal und gehe aber dann am restlichen Tag im Zillertal auch Skifahren. Ein gewisses Stück Freiheit, in die Berg zu sein, man schaltet ab, man kann sich nur mehr auf eins konzentrieren, vergisst alles andere. Ist auch wieder ein cooler Aspekt für Berufstätige, die vielleicht nur einen Tag unter der Woche frei haben. Hat sonst keine Zeit, nein, du gehst auf die Grube auf, man wird sicher wen treffen, der Zeit hat für dich. Und so kann man gemeinsam Spaß haben. Aber alles in allem, finde ich, merkt man in der Stadt, dass sich was entwickelt, gemeinsam. Andererseits konservatives Tirol und dann so extrem viel Kreativität, also gerade der Einfluss von Studenten, dass es mehr Veranstaltungen gibt, mehr Partys gibt, aber auch im öffentlichen Sektor, dass was für die Jugend da wird. Und das, finde ich, merkt man schon, dass sich Innsbruck öffnet und immer mehr macht. Auf der Seegrube, Ausstieg vom Sessellift um 4 Uhr, wenn der Lift zusperrt und der Sonnenuntergang ist, das ist sicher jetzt mal wieder ein cooler Moment, weil meistens eine gute Zeit gehabt. Man weiß, okay, jetzt geht man in der Stadt wieder runter, aber das ist mein Sonnenuntergang gerade. Das ist geil.